Die Beurteilung von psychischen Belastungsfaktoren in Unternehmen von 25 bis 200 Mitarbeitern ist das Thema unseres heutigen Videobeitrags. Bleiben Sie dran! Hallo, mein Name ist Patrick Illigen vom Gesundheitsmanagement Ruhr. In unserem heutigen Videobeitrag soll es um die psychische Gefährdungsbeurteilung für Unternehmen mit 25 bis ca. 200 Mitarbeitern an zwei oder mehr Standorten gehen. Die psychische Gefährdungsbeurteilung ergibt sich aus den § 5 des Arbeitsschutzgesetzes. Hier ist neben den typischen Gefährdungen durch Maschinen, Umwelteinflüsse oder ähnliches seit 2013 auch festgelegt, dass der Unternehmer, der Geschäftsführer, der Verantwortliche auch psychische Gefährdungsfaktoren zu beurteilen hat. Hierzu Maßnahmen oder hiergegen besser gesagt Maßnahmen zu treffen sind und das Ganze zu dokumentieren ist. Die GDA, die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie, hatte Anfang des Jahres eine Richtlinie rausgegeben, nach der insgesamt 7 Schritte vorgegeben sind, die das Unternehmen bei der psychischen Gefährdungsbeurteilung zu durchlaufen hat. Ich möchte diese Schritte kurz vorlesen. Schritt 1 ist die Festlegung von Tätigkeiten und Bereichen. Schritt 2 die Ermittlung der psychischen Belastung der Arbeit. Schritt 3 die Beurteilung der psychischen Belastung der Arbeit. Schritt 4 die Entwicklung und die Umsetzung von Maßnahmen. Schritt 5 die Wirksamkeitskontrolle. Schritt 6 die Aktualisierung bzw. die Fortschreibung. Und Schritt 7 die Dokumentation. Wir hatten ja schon an anderer Stelle darüber gesprochen, wo es um kleine Unternehmen geht, dass man gewisse Punkte zusammenfassen kann. Bei Unternehmen so zwischen 25 und 200 Beschäftigten, wenn die jetzt nicht in zu viele einzelne Abteilungen oder Außenstellen ausgelagert sind, können wir das auch im gewissen Rahmen machen, sodass sich hier die psychische Gefährdungsbeurteilung im Prinzip in 3 Teile aufteilt. Der erste Teil, das ist ein Workshop, der in der Regel so einen halben Tag, so 3 bis 4 Stunden dauert. Da werden die Tätigkeiten und die Bereiche festgelegt. Tätigkeiten und Bereiche, auch da gibt uns die GDA so einen kleinen Hinweis, kann zum Beispiel sein die Arbeitsplatztätigkeit oder Berufsgruppe, Führungstätigkeiten, ambulante Pflege, Busfahrer, Schlosser und so weiter. Also alles Gruppen, Beschäftigungsgruppen im Unternehmen, die eine relativ ähnliche Tätigkeit machen. Es kann aber auch zum Beispiel sein, Arbeits- oder Organisationsbereiche, wenn die klar strukturiert sind. Das kann sein die Verwaltung, Produktion, Lager, Außendienst, Baustellen, Callcenter und so weiter und so fort. Also alles das, was man so in einem Tätigkeitsbereich zusammenfassen kann. Das ist diese Festlegung von Tätigkeiten und Bereichen. Was ganz wichtig ist, diese Einteilung, die muss nachvollziehbar sein. Das ergibt sich aber in der Regel auch im Workshop, dass wir da gestützt, wenn es vorhanden ist, natürlich optimalerweise auf ein Organigramm, dann planen, wie ist das Unternehmen überhaupt aufgestellt, wo habe ich Personengruppen und so weiter. Im zweiten Schritt, und da ist es dann wichtig, dass wir diesen Workshop gemacht haben, kommt dann die Ermittlung der psychischen Belastung bei der Arbeit. Das wird in der Regel im Rahmen einer fragebogenbasierten Befragung der Mitarbeiter gemacht. Damit man rausfinden kann, aus welchem Bereich jetzt die Bogen zurücklaufen, gibt es zu diesem Befragungstool nochmal einen entsprechenden sogenannten Demografiebogen. Auf diesem Demografiebogen haben wir so zwischen 4 und 6 Fragen, vielleicht auch mal eine 7. Frage, die es uns als auswertendem Institut erlaubt, zu sagen, okay, der Bogen kommt jetzt aus dem Bereich Produktion, der Bogen kommt aus dem Bereich sowieso. Und auch da vielleicht eine kleine Einteilung, war es jetzt eine Person, die Teilzeit beschäftigt ist, Vollzeit beschäftigt ist, die als Aushilfe tätig ist und so weiter. Also diese, sagen wir mal, feineren Einteilungen,
Das ist das, was wir im Workshop vorher besprechen. Deshalb ist in diesem Einführungsworkshop auch in der Regel der Datenschutzbeauftragte des Unternehmens dabei. Und dann wird halt dieser Fragebogen aufgesetzt. Standardmäßig haben wir zwei Optionen, wie diese Befragung vonstatten gehen kann. Entweder als Online-Tool, da kriegen dann die Mitarbeiter einen entsprechenden Link in ein online gestütztes Befragungssystem rein, klicken dann die entsprechenden Antworten an. Ist für uns natürlich sehr leicht, weil wir hinten raus die Daten sehr schnell schon elektronisch haben. Die andere Option ist klassisch mittels eines Fragebogens. Das sind in der Regel so 6, 7 DIN A4 Seiten mit standardmäßig 37 Fragen plus nochmal einem Freitextfeld, dass der Mitarbeiter das ausfüllen kann. Der Vorteil natürlich dieser Paper-Pencil-Variante ist der, bietet sich natürlich an für Unternehmen, wo nicht unbedingt jeder Mitarbeiter Zugang zum PC hat oder vielleicht auch nicht sicherstellen kann, dass er das von zu Hause aus ausfüllen kann. Der kleine Nachteil der papiergestützten Befragung ist natürlich der, bei der Online-Befragung kann ich jedes Feld als Pflichtfeld oder jede Frage als Pflichtfrage definieren. Das heißt, ich kriege hier 100% Ergebnisse. Bei Paper-Pencil kann es natürlich sein, dass der eine oder andere Bogen nicht richtig oder nur unvollständig ausgefüllt ist und von daher die auswertbare Rückläuferquote da ein bisschen schlechter ist. Unterm Strich haben wir aber mit beiden Maßnahmen oder mit beiden Formen sehr, sehr gute Ergebnisse. Die Ermittlung der psychischen Belastung bei der Arbeit nimmt ungefähr so 2 bis 3, maximal 4 Wochen in Anspruch. Danach haben wir eine ganz klar definierte Deadline. Was bis dahin zu uns zurückgekommen ist, wird ausgewertet. Was natürlich auch möglich ist, die Kombination aus Online- und Offline-Befragung. Wir werten dann alles aus und erstellen dann entsprechende Auswertungsergebnisse. Da fließen also die elektronischen Daten und die Papierdaten mit ein und zusätzlich, wir haben immer auch Freitextfelder dabei, führen wir die freien Kommentare einigermaßen sortiert auch mit in die Auswertung mit ein, sodass wir dann, und das ist dann so der dritte Schritt im Anschluss, in einem weiteren Workshop, der dann in der Regel als Tagesworkshop ausgeführt wird, dann über die Ergebnisse reden. Das ist dann die Beurteilung der psychischen Belastung der Arbeit, Schritt 3. In diesem Workshop bauen wir aber auch direkt den Schritt 4 ein, nämlich einerseits die Entwicklung von Maßnahmen, was können wir machen und planen auch die Umsetzung von Maßnahmen. Bei der Maßnahmenumsetzung ist es immer ganz wichtig, dass neben der Maßnahme an sich, die auch begründet sein muss, ganz klar definiert wird, wer ist für diese Maßnahme zuständig. Ist das ein Abteilungsleiter, ist das ein Externer, ist das die Geschäftsleitung? Wer ist dafür zuständig? Wer ist dafür verantwortlich für diese Maßnahme an sich? Andererseits muss auch bei der Maßnahmenplanung und bei der Umsetzung auch überlegt werden, bis zu welchem Zeitpunkt ist diese Maßnahme umzusetzen. Dieser Zeitpunkt muss nicht ein genaues Datum sein. Es kann zum Beispiel sein, wenn es ein Ergebnis wäre, wir hatten das vor kurzem in einem Unternehmen, Großraumbüro, die Mitarbeiter haben sich über einen relativ hohen Lärmpegel beschwert. Wir haben dann als Maßnahme geplant, okay, wir schauen mal, ob wir die Schreibtische etwas umgestellt kriegen und dann im Anschluss sollte es dann noch nicht reichen, dann nochmal über weiteren Schallschutz nachzudenken. Tatsächlich hat dann die Planung ergeben, wir haben dann im Unternehmen, waren ungefähr 25 Arbeitsplätze, die wurden dann anders gestaltet, immer noch so, dass die Mitarbeiter miteinander kommunizieren konnten, aber aufgrund der Sprechrichtung nicht mehr so stark die Gespräche des anderen Mitarbeiters mitbekam und damit war weitergehender Schallschutz schon nicht mehr notwendig. Also von daher, klar, im ersten Schritt, Maßnahme wird geplant. Wir wollen innerhalb von, sagen wir mal, 8 Wochen, 10 Wochen, wollen wir eine Umstrukturierung des Büros haben, der Büromöbel haben und dann schauen wir einfach mal. So, das ist natürlich durchaus möglich. Wirksamkeitskontrolle. Das ist eine Sache, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Unternehmen entscheidet sich dafür, uns als Dienstleister auch mit der durchgehenden Betreuung im betrieblichen Gesundheitsmanagement einzusteigen. Die andere Option ist jedoch die, die wir auch immer bevorzugen fürs Unternehmen, die Einrichtung eines Gesundheitszirkels. Da gibt es zwei verschiedene Modelle, da werden wir auch noch ein spezielles Video zu drehen, wie
diese beiden Modelle funktionieren, welche Vorteile, welche Nachteile es gibt. Es gibt einmal das Berliner Modell und einmal das Düsseldorfer Modell, da möchte ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen. Wichtig heute ist, dieser Gesundheitszirkel trifft sich in der Regel quartalsweise und zum Schluss des Jahres. Innerhalb oder dieser Gesundheitszirkel, da sind Führungskräfte drin, da ist möglicherweise die Geschäftsleitung dabei, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsmediziner, aber auch Mitarbeitervertreter entsprechend dabei. Die schauen einfach die Maßnahmen, die laut Plan, das ist in so einem Unternehmen, können das so ja auch mal 7, 8, 9, 10 verschiedene Maßnahmen sein, funktionieren die, werden die angenommen von den Mitarbeitern. Nichts, das heißt, ja, heute ist Sport und keiner geht hin. Ja, also die Wirksamkeitskontrolle, funktionieren diese Maßnahmen, werden die angenommen, werden die umgesetzt? Wenn sie nicht umgesetzt werden, warum nicht? Ist der Trainer blöd? Sind die Arbeitszeiten, passen die nicht zu der Maßnahme? Ich habe vor kurzem mit einer Kollegin gesprochen, die bieten Massagen in einem großen Unternehmen an, für die Tagschicht während der Arbeitszeit, für die Nachtschicht außerhalb der Arbeitszeit. Hat die Nachtschicht gesagt, ja, aber wir wollen da jetzt nicht so gerne unsere Freizeit für opfern. Wir sind nach der Nachtschicht froh, wenn wir nach Hause können. Also da auch so das Feedback der Mitarbeiter immer reinholen. Das wird in der Regel über Evaluationsbögen gemacht, die wir aber schon bei der Planung der Maßnahmen mit zumindest grob auf die Agenda draufnehmen, dass also keine Maßnahme von uns unterstützt wird, wo ich nicht schon ein irgendwie geartetes Befragungstool, Analyse, Evaluationstool mit dabei habe. Dementsprechend ist auch der Schritt 6 dann eher in der Aufgabe des Gesundheitszirkels, die Aktualisierung und Fortschreibung. In der Regel gehen wir davon aus, dass eine psychische Gefährdungsbeurteilung ungefähr 3 Jahre hält. Das heißt, wenn ich die heute mache, hat die ungefähr so eine Halbwertszeit von 3 Jahren. Ausnahmen wäre natürlich, wenn jetzt im Unternehmen fundamental neue Software oder Produktionsstätten oder sowas eingerichtet werden oder neue Niederlassung gegründet wird oder so, dann müsste man schauen, ob da noch was dazu kommt. 3 Jahre. Von der einen bis zur zweiten psychischen Gefährdungsbeurteilung. Innerhalb dieser 3 Jahre sprechen wir von jahreszyklischen Teilprojekten, die dann dem PDCA-Zyklus entsprechend folgen. Die Umsetzung dieses PDCA-Zyklus ist dann auch Aufgabe des BGM-Managers, so er denn dann da vorhanden ist. Im Zweifelsfall für uns als BGM-Manager-Dienstleister oder halt des Gesundheitszirkels, das ist dann Aufgabe des Unternehmens. Schritt 7, Dokumentation, ganz wichtig. Wenn ich natürlich ein sehr umfassendes, vielschichtiges BGM-Konzept habe, ist die Dokumentation schon eine ziemlich große Aufgabe. Es kommt da einiges an Dokumenten zusammen, an Auswertebögen und so weiter. Für die psychische Gefährdungsbeurteilung an sich garantieren wir für die Dokumentation. Dabei ist dann natürlich auch der Maßnahmenplan mit allem drum und dran dabei. Das ist unsere Leistung. Die Leistung des Unternehmens. Danach ist es dann, dafür zu sorgen, dass auch weiterhin eine Dokumentation der Maßnahmen, eine Auswertung der Maßnahmen erfolgt. Das ist dahingehend wichtig, falls mal eine Kontrolle kommt durch die Berufsgenossenschaft oder eine Krankenkasse, dass man dann sagen kann, so, wir haben hier unsere Akte, die ist in der Regel im Bereich des Personals, der Personalbuchhaltung, beheimatet bei Unternehmen, die vielleicht einen Betriebsarzt haben oder einen internen Mediziner. Da haben wir die auch das eine oder andere Mal dann gelagert. Der hat die kompletten Unterlagen, kommt dann zu einer entsprechenden Kontrolle, kann man sagen, so, hier ist das Ergebnis, hier ist unser Maßnahmenplan, hier haben wir unsere Evaluationsbögen zu den einzelnen Maßnahmen und können so dann den kompletten Prozess auch dokumentieren. Wie gesagt, bei Unternehmen in der Größe haben wir im Prinzip 3 Teile. Der erste Teil, die Planung im Rahmen eines standardmäßig Halbtages-Workshop, dann die eigentliche Ermittlung. Dafür brauchen wir ungefähr so 4 bis 6 Wochen, inklusive natürlich der Datenerhebung und Auswertung. Und dann der zweite Workshop als dritter Teil, wo dann die Beurteilung erfolgt, die Entwicklung, Umsetzung von Maßnahmen und schon Tools zur Wirksamkeitskontrolle definiert werden. Gerne stehen wir hier natürlich auch für kostenlose Informations- und Erstgespräche zur Verfügung. Ich habe Ihnen unten unter dem Link bzw. bei Facebook
oben in den Text rein, nochmal den Link zur entsprechenden Beschreibung auf unserer Homepage beigefügt, sodass Sie da auch nochmal im kurzen Überblick sehen können, wie sieht so eine psychische Gefährdungsbeurteilung für mittelgroße Unternehmen zwischen 25 und 200 Mitarbeitern aus. Was muss ich dabei beachten? Da finden Sie dann auch einen Anfragebogen für ein kostenloses Angebot. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.